So, nachdem wir jetzt hier noch die Mikrofonsituation geklärt haben, heiße ich euch alle herzlich willkommen zum Interview mit Milo Rau. Und ja, meine Vorgängerin hat ja schon einiges gesagt zu Milo Rau. Kurz zu mir, ich bin Kronal Kaschewitsch, ich bin selbst Juristin und seit einigen Jahren im Bereich Menschenrechte und Migration tätig und eben auch Mitglied der Schule der politischen Hoffnung, einem Zusammenschluss Kölner Künstlerinnen und Aktivistinnen. Aber wir wollen heute nicht über mich sprechen, sondern über Milo. Und ja, Milo ist Regisseur, Autor und unter anderem auch eben künstlerischer Leiter des Nationaltheaters Gent und hat schon zahlreiche Projekte gemacht. Und eines der wohl bekanntesten ist wohl das Kongo-Tribunal, was vielleicht einige von euch auch schon kennen. Dabei handelt es sich um eine Inszenierung eines internationalen Strafgerichtshofs, der vor Ort im Kongo stattgefunden hat, mit realen Akteuren, die insgesamt 3 Fälle verhandelt haben über den kongolesischen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg, der in dem neben den der lokalen Bevölkerung eben im Wesentlichen internationale Konzerne eine Rolle spielen, die den Abbau von Kaltan im Kongo kontrollieren. Milo, dieser Strafgerichtshof, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der hat ja tatsächlich real stattgefunden. Könntest du das vielleicht näher erläutern, was dein Ansatz ist? Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Festival. Es ist ja so, wir haben eine globale Wirtschaft, wir haben globale Probleme, Klimawandel, Migration, globaler Warentransport, globale Produktion. Und da ist der Ostkongo ein sehr gutes Beispiel, weil der Ostkongo hat eigentlich alles, was wir nicht haben, die europäische Wirtschaft, wir aber brauchen. Also du hast von Coltan gesprochen, Gold und so weiter, also all diese Rohstoffe gerade für die IT-Industrie, die wir brauchen. Was machen die europäischen Firmen? Sie gehen dahin, bekommen Konzessionen, vertreiben die Bevölkerung. Das ist eine Bürgerkriegsregion mit, man schätzt, 10 Millionen, 5 bis 10 Millionen Toten in den letzten 20 Jahren. Und diese Massenvertreibung durch die Firmen, diese Ausbeutungsmechanismen sind nie untersucht worden und nie vor ein Tribunal gekommen worden. Und zwar nicht deshalb, weil das niemand will, sondern weil es diese internationalen Anrufbarkeit eines Strafgerichtshofs gar nicht gibt. Es gibt kein internationales Recht. Auch die Menschenrechte, die haben keine Institutionen, die verfechten, von eigenen kleinen Prozessen in Den Haag abgesehen. Und dann haben wir uns gesagt, was machen wir? Wir gründen diesen Strafgerichtshof, diesen Wirtschaftsstrafgerichtshof, der anrufbar ist für diese 10 Millionen, 5 bis 10 Millionen Toten. Es gibt etwa 1000 Fälle von Massenverbrechen und Vertreibung. Wir haben 3 verhandelt mit einer gemischten Jury aus internationalen Richtern und lokalen Richtern und kongolesischem Recht gemischt mit internationalem Recht, mit Minenrecht, mit Menschenrecht. Und wir haben ein Recht geschaffen. Unser Präsident war der Gründer des Strafgerichtshofs in Den Haag, war einer der Gründer. Und als ich ihn gefragt habe, warum machst du da mit in diesem eigentlich Theatertribunal, da hat er gesagt, weil ich das in Den Haag nicht machen kann, weil das nicht verhandelt wird, weil da keine Wirtschaftsfälle verhandelt werden. Und ich glaube, das muss Kunst aktuell, globale Kunst, im Grunde symbolische Rechtsräume schaffen, wo diese Institutionen geschaffen werden, ästhetisch geschaffen werden zuerst, die dann sich hoffentlich verstetigen. Und das ist der Fall im Kongo. Also die realen Auswirkungen dieses Falls, also in dem 2 Minister entlassen wurden, in dem zum ersten Mal Fälle wirklich verhandelt wurden, mitten im Bürgerkriegsgebiet, mit internationaler Medienpräsenz, dann der Film, haben dazu geführt, dass jetzt gerade dabei sind, 5 neue Tribunale zu machen, unabhängig von mir. Ich bin da quasi noch daran parallel beteiligt, aber das macht die Anwaltskammer, die kongolesische, jetzt auch mit zumindest ein bisschen Unterstützung der neuen Regierung. Kabila wurde ja abgewählt, es gibt eine neue kongolesische Regierung. Also man kann sehr viel bewegen, wenn man es nur macht, wenn man es nur versucht. Und du hast ja jetzt gerade schon davon gesprochen, globale Institutionen zu schaffen. Glaubst du, dass sich die Konflikte oder die Konfliktherde in dieser Zeit oder in diesen Zeiten auf europäischer Ebene allein oder allein aus europäischer Perspektive
lösen lassen oder braucht es da einen globalen Ansatz auch, jetzt im Hinblick auf die General Assembly, die du ja veranstaltet hast? Ja, was wir ja momentan haben, wir haben nationale Demokratien, die aber globale Player sind. Also wenn man beispielsweise Deutschland jetzt, gar nicht Europa, man kann auch Europa nehmen, aber wenn man Deutschland nimmt und sich die ganzen Weltregionen, die beeinflusst sind durch deutsche Politik, durch deutsche Regulierung, durch deutsche Wirtschaft, auch innerhalb des Landes, also die quasi rechtlos sind, aber betroffen von der Politik Deutschlands, dann sind das 99 von 100%. Also es gibt im eigentlichen globalen Sinne gar keine Demokratie. Also es gibt eigentlich eine, man könnte sagen, eine nationale Aristokratie, die global herrscht. Mhm. Und das ist ein ganz großes Menschenrechtsproblem. Es ist aber auch ein Klimaproblem natürlich. Also es gibt keine Probleme mehr, die Nationen im Alleingang lösen können. Und das ist ein Problem. Also wir müssen globale Institutionen schaffen. Wir hatten da eben das Kongo-Tribunal, das war der Versuch eines globalen Wirtschaftsgerichtshofs. Der Versuch, globales Wirtschaftsrecht zu schaffen, und da ich ja Theatermann bin, will ich das dann immer direkt anwenden. Also es sind ja reale Fälle, die durchgeführt werden mit Verurteilten, Beschuldigten, das sind alles reale Menschen, das führt zu Entlassungen. Dann haben wir uns gesagt, es braucht auch eine Judikative, wie würde eigentlich ein Weltparlament aussehen, wer würde da drin sitzen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist von Deutschland eigentlich betroffen, von der deutschen Politik. Und dann sind wir losgegangen und haben Leute eingeladen von der lateinamerikanischen Autoindustrie bis irgendwelche Leute aus Asien, aus Indonesien, die betroffen sind von der Palmölindustrie, aber dann auch bis zu den Tieren, bis zu den quasi materiellen Wesen, wie die Ozeane, bis zu den Toten, bis zu den Nichtgeborenen. Also was ist eigentlich eine holistisch gedachte, also um die Menschenrechte sogar weiterzuführen, zu Tierrechten, zu den Rechten von Ungeborenen, zu den Rechten von Dingen, was ist eigentlich eine holistische Politik, was ist eigentlich eine globale Politik, eine globale Demokratie? Und um jetzt mal den Bogen zur Flüchtlingspolitik zu schlagen, ich habe vor 2 Tagen in dem Buch von Olga Krasnova, Gott ist nicht schüchtern, einen schönen Satz gelesen. Darin geht es um 2 Protagonisten, die aus Syrien nach Deutschland fliehen und sich dann dabei auf der Flucht damit konfrontiert sehen, dass eigentlich das alles schon eine Art geregelter Ablauf ist, der da stattfindet, der aber dann nicht von Regierungen beherrscht wird, sondern von Schleppern einerseits, auf der anderen Seite von Hilfsorganisationen, sodass dieser gesamte Ablauf eigentlich ja schon fast geregelt ist. Und dazu schreibt sie, die illegale Einwanderung ist geregelt, wenn auch nicht von den europäischen Regierungen. Und auch Carola Rakete, die Sea-Watch-Kapitänin, hat jetzt in einem Interview kürzlich gesagt, alles muss man selber machen, als Bürgerin jetzt. Ne? Glaubst du, dass dieses Vakuum, dass die europäischen Regierungen durch ja, Unterlassen hinterlassen, auch an der fehlenden Repräsentation von Geflüchteten in der europäischen Politik liegt, weil die keine direkte Stimme haben bei uns? Ja, absolut. Also man muss ja sagen, dass die ganze sogenannte Flüchtlingskrise ist unterdessen ja eine Industrie geworden. Ja. Also der Zufall will es, dass ich gerade einen Film drehe in Süditalien, einen neuen Jesus-Film. Und zwar hatte ich einfach die Idee, das zu machen, weil dort die europäische Kulturhauptstadt liegt, Matera, wo Pasolini, Mel Gibson diese Filme gedreht haben. Da habe ich gesagt, machen wir auch einen, weil wir da eingeladen wurden. Dann bin ich aus dieser Stadt raus und bin auf Flüchtlingslager getroffen mit einer Gesamtmenge von Menschen von 500.000 bis 1 Million, die rechtlos da leben, die durch die Dubliner Verträge weder vor und natürlich auch nicht zurückkommen können. Es ist wie ein, im Grunde, und die arbeiten da auf den Tomatenplantagen, auf den Orangenplantagen, das kann man ja nicht maschinell pflücken, man braucht Hände, man braucht aber billige Hände. Und das ist eine von der Mafia dominierte Agrarkultur, also eine Agrarwirtschaft, die es dort gibt. Und wie soll ich sagen, die europäische Wirtschaft ist angewiesen, dass diese Menschen ohne Gewerkschaften, ohne alles dort arbeiten. Wir sind darauf angewiesen, dass sie durch unsere Gesetze illegalisiert werden. Wir sind darauf angewiesen, dass sie von dort auch nicht weg können, weil wir diese Sklaven brauchen. Also dass wir hier billig essen können, hängt von diesen Sklaven ab. Würden sie aufhören zu arbeiten, würde die Agrarwirtschaft sofort zusammenbrechen. Und es ist im Grunde ein umgedrehter, und das ist die große Tragik, eine Art umgedrehter Neoliberalismus entstanden. Es werden nicht mehr die billigen Produktionsmittel dahin gebracht, wo die billigen Arbeitskräfte sind, sondern die Arbeitskräfte kommen illegal zu uns.
wir lassen das zu, es gibt überhaupt keine Menschlichkeit, keine Rücksicht mehr und natürlich müssen die illegalisiert werden, zynisch gesprochen, damit in dieser Weise produziert werden kann. Also es ist ein Elend, das ist gar nicht mehr beschreibbar. Da hat sich der Staat auch daraus zurückgezogen. Da gibt es noch so ein paar, ein bisschen der Lega-Populismus, der profitiert davon. Da gibt es eben quasi zivilgesellschaftliche, private Akteure, die Bürgerinnen und Bürger Europas, die dann immerhin versuchen, das Allerschlimmste zu verhindern, also da immerhin Wasser in die Lager zu bringen oder Ertrinkende zu retten. Da haben sich die Regierungen auch daraus zurückgezogen. Es ist aber in Wahrheit eine riesige, gewaltige Schattenwirtschaft entstanden. Und das quasi zum einen bekannt zu machen, zum anderen human zu machen und dann zu legalisieren. Also unser großes Projekt, das heißt im Grunde, man könnte man sagen, this land is your land. Also jeder, der kommt, bekommt ein Bürgerrecht, bekommt ein Aufenthaltsrecht und bekommt ein Arbeitsrecht. Weil was ist eigentlich der Grund, dass Waren, Touristen und so weiter, Informationen und Bilder sich frei bewegen können? Nur Menschen nicht. Und nur Menschen, die aus Afrika kommen, nicht. Also was ist der, es gibt überhaupt keine Legitimation, außer der, dass man die Leute dann natürlich unterdrücken kann und billig ausnützen kann. Ja, und das Projekt, von dem du gerade schon gesprochen hast, das heißt das Neue Evangelium. Willst du vielleicht zum Schluss noch kurz was dazu sagen, was genau ihr da macht oder vorhabt und worin es mündet? Also in diesem Film, den du drehst, vielleicht kurz noch was dazu zum Schluss. Also ganz kurz, ich wurde eingeladen, von dieser Kulturhauptstadt einen Film zu machen. Ich hatte mal mit ein paar Schauspielern von Mel Gibson gearbeitet. Und der hat da einen Trash-Film gemacht in Matera, der hieß The Passion of the Christ. Mhm. Dann habe ich dort Schauspieler eingeladen und Pasolini hat einen sehr schönen Film gemacht. Das Evangelium hieß der auch. Da leben noch ein paar Schauspieler, die habe ich auch eingeladen, um mit denen zusammen einen neuen Jesus-Film zu drehen. Das war meine Uridee. Da bin ich da hingefahren und habe diese riesigen Lager gesehen und habe plötzlich gemerkt, wäre Jesus heute da, also dieser historische Anführer einer landlosen Bewegung an damaligen Peripherie des Römischen Reiches, das wären die Menschen, er würde aus ihrer Mitte kommen. Und da bin ich auf einen Aktivisten gestoßen, ehemaligen Plantagenarbeiter aus Kamerun, Ivan Sanier, ein ganz, ganz großer Aktivist. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen wir? Und er hat gesagt, wir müssen einen Streik machen. Wir drehen diesen Film, finde ich geil. Wir müssen aber einen großen Streik machen, dass diese Industrie zusammenbricht. Dann habe ich gesagt, ja gut, wie machen wir das? Dann hat er gesagt, ja, vor 10 Jahren habe ich das schon mal gemacht. Das Problem ist aber, dass alle, also die Mafia, all diese nationalen Gruppen, also die Kameruner, die Ghanaesen und so weiter, gegeneinander ausspielt natürlich. Die Rumänen, die Sexarbeiterinnen. Und sein Trick war, als er es das erste Mal gemacht hat, dass er Unterführer hatte. Und ich habe dann gefragt, wie viele hattest du denn? Und dann hat er gesagt, ich hatte 12. Und dann dachte ich so, ja, 12, Jesus, 12 Unterführer. Und dann haben wir uns 12 Apostel gesucht. Das passt. Ja gut, dann danke schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und wir sind ganz gespannt dann auf den Film, der dann daraus entstehen wird. Vielen Dank.